Die Distillerie Tomintoll hat mich eigentlich noch nie so richtig begeistert. Und dann habe ich aber von den Vorgaben her gelesen, was da für ein Whisky rauskam, ein Cigar Malt und nur Sherry gereift. Und also die ganzen Vorgaben sind relativ gut. Und das möchte ich mit euch heute verkosten. Vorher natürlich ein paar Bilder noch von der Distillerie. Dann sehen wir uns wieder. Hallo liebe Whisky-Freunde, schön, dass ihr eingeschaltet habt hier bei mir beim Kanal von Whisky Evening. Mein Name ist André und wie schon gesagt, heute geht es in die Speyside zu einer Destillerie, die noch nicht so den richtigen Platz in meinem Herzen gefunden hat. Aber vielleicht schafft es mit dem nächsten Malt, den sie herausgebracht hat, nämlich den Tomintoll Cigar Malt. Die Vorgaben sind recht gut. Das heißt, wir haben hier also sherry-gereifte Whiskys vermählt und auch sherry-gefinischte Whiskys der Distillerie vermählt. Und das hört sich alles ganz gut an, sollen auch ältere Jahrgänge mit drin sein. Und deswegen habe ich mir gedacht, komm, gib's ja der Distillerie eine Chance und wir probieren das nochmal. Das will ich mit euch natürlich auch machen heute. Und ja, vorher gibt es wie immer paar Informationen oder ein paar Sachen, ein paar News aus der Woche. Dann vielleicht noch ein paar Informationen zur Destillerie, obwohl ich ja da bei einem Video vom Sherry schon einiges gesagt habe. Aber wie gesagt, wer sich einfach nur über die Notes informieren möchte, über den Geschmack, über das Tasting dieses Whiskys, dieses Cigar Malt, der kann natürlich unten in den Kategorien immer auswählen. Denn ich werde das so beschriften. Also, tja, mal kurz mal riechen, oder? Interessiert sind wir natürlich. Ja, das ist ein Whisky, der ein bisschen Zeit braucht. Ihr seht, ich habe den schon mal probiert, aber wie gesagt, dazu gleich mehr. Ja, was gab es Neues in dieser Woche? Was ganz interessant zu lesen war, so im Laufe der Woche, der National Trust of Scotland. Der hat jetzt zum Beispiel alle Schotten dazu aufgerufen, dass die so eine Karte einfach selber mit aktualisieren, wo früher illegale Destillerien waren. Ja, das war bei den Archäologen früher ein bisschen vernachlässigt und jetzt haben sie irgendwann gemerkt, dass es doch irgendwie vielleicht auch für die Vermarktung Schottlands ganz interessant ist, wenn man dann sagt, also wir hatten da so und so viel illegale Brennereien. Und wie ist das abgelaufen? Da gibt es eben so Reste, man noch so teilweise Steinwälle, zum Beispiel, wo eine Destillerie war, oder irgendwelche Höhlen, wo sie also noch was vergraben haben. Also, wenn da was zu finden ist, sollten die Leute das melden, das ist ganz interessant. Ich habe leider in der freien Wildbahn, wenn man so will, noch keinen Ort gesehen oder besichtigt, wo eine Illicit Still war, also eine geheime Brennanlage. Aber bei Arran oder bei anderen Destillerien, das sind so kleine transportable Sachen da aufgebaut, ist schon mal echt interessant. Ja, und 130 haben sie schon in diesem Katalog, aber es soll ja einige tausend gegeben haben und das möchte man jetzt so aufarbeiten. Das ist ja echt immer ganz interessant. Dann gibt es eine Auszeichnung, eine sehr hohe Auszeichnung, und zwar für die, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, jedenfalls für die Julienne Fernandez. Das ist die Master Distillerin of the Year 2021, also 2021, also 2021. Und das ist also eine richtig hohe Auszeichnung von den Icons of Whiskies, war es, glaube ich. Und das ist die Master Distillerin bei
der Distel Group, also Tobermory, Diensten und Bonnehaven. Also eine jüngere Frau, die hier die Auszeichnung bekommen hat. Und das ist natürlich, das macht natürlich die Distillerie stolz. Und war eine schöne Information. Natürlich muss ich dann wieder dran denken. Ich hoffe, dass er meinen Organic 15 Diensten, der bei mir so ein bisschen enttäuscht hat, dass er den anders kreiert und vielleicht besser macht. Das wäre jetzt so meine Aufforderung dafür. Ansonsten bin ich ja eigentlich mit den Abfüllungen von Tobermory und von der Heaven ziemlich zufrieden. Ne? Also da, wenn sie da die führende Kraft dort ist, macht sie gute Arbeit. Tja, und weil wir bei den Destillerien sind, Pernod Ricard hat irgendwie bekannt gegeben, nicht eine Eröffnung, aber jedenfalls gab es eine Pressemitteilung von einer neuen oder von der ersten Destillerie in China, die von einem internationalen oder von ausländischen Konzern gebaut wurde oder betrieben wird. Oder natürlich ist es wahrscheinlich auch Joint Venture. Na, es gibt sicherlich in China schon ein paar Destillerien, aber die eben noch nicht von den großen Firmen wie Diageo, Pernod Ricard oder Beam Suntory oder so betrieben werden. Und das ist eben die von Pernod Ricard die erste. Ich weiß weder, wie viele Liter die machen oder was auch immer. Was könnte uns nur da dann tangieren? Wir können uns vielleicht freuen, dass die uns nicht mehr alles wegkaufen, was die Schotten so produzieren und dass vielleicht wieder ein bisschen mehr verfügbar ist und wir nicht so stark steigende Preise haben. Ne? Also das wäre vielleicht so eine Sache, die man sich da vorstellen kann. Dann, ich habe das immer hier stehen, damit ich mich daran erinnere, was ich sagen will. Ich zeige euch jetzt einfach mal eine Flasche Duff Mill. Ein Whisky, den ich schon mal mit ein paar Whisky-Freunden hier im Video auch verkostet habe. Ansonsten kommt diese Destillerie bei mir relativ zu kurz. Diese Woche gab es da schon wieder einige Aufregung. Es gab eine neue Abfüllung für Deutschland. Ob ich davon eine Flasche bekomme, das werden wir sehen. Im Moment habe ich noch keine Informationen, deswegen warten wir da noch drauf. Aber das wird natürlich eine schwierige Geschichte, die ist sehr, sehr begehrt. Die Preise explodieren vermutlich da schon wieder. Wenn das Video online geht, sind wir schon wieder 2, 3 Tage älter. Dann wissen wir natürlich schon wieder ein bisschen mehr. Also mich würde mal interessieren, was haltet ihr von dieser Destillerie, so ihr die schon probieren konntet? Denn die Flaschen waren ja in der Vergangenheit schon immer so 150, 170, 200. Ich weiß es nicht. Die neue Abfüllung, wie gesagt, soll 250 eigentlich kosten, wird aber sicherlich um einiges höher gehen, vom Alter her. Es ist ein Single Cask natürlich, ne? Das, was ich hier habe, ist kein Single Cask, das ist eine ganz normale Abfüllung mit 46%. Ja, seid ihr an sowas interessiert? Wie gesagt, das ist einfach mal ein Ding, was mich interessieren würde. Tja, die Distillerie Tom and Towel. Die hat einen Brennmeister, dessen Name ist Robert Fleming. Der ist Master Distiller jetzt seit 30 Jahren bei Tom and Towel. Der hatte also im Jahre 2021 sein 30-jähriges Jubiläum in der Distillerie Tom and Towel. Das müsst ihr euch mal überlegen. Das ist natürlich schon eine schöne Sache, wenn du da so jahrelang da deinen Arbeitsplatz hast. Und ich weiß nicht, wann der aufhört oder ob er überhaupt demnächst aufhört. Das ist mir jetzt nicht. Ich weiß nicht genau, wie alt er ist. Ne? Also jedenfalls waren also seine Vorfahren alle schon in der Whiskyindustrie, waren also Whiskybrenner. Und sein Handwerk gelernt hat er, wenn ich es richtig verstanden habe, so 74. In der Chivas Group hat er irgendwie angefangen. Also ihr wisst, die ganzen Destillerien, die eben für die Chivas Brothers destillieren. Wo genau? Und da hat er alles durchgemacht von der Pike, also von der Böttcherei, von der Melzerei und nach oben. Und hat also alles mitgemacht und kennt also alle Arbeitsschritte. Tja, und dann seit 30 Jahren hier Verantwortung bei Tom and Towel. Der sagt selber, weil ich ja so ein bisschen die immer so schwach finde, er sagt selber, Tom and Towel sind the Gentle Dram, also ganz leichte Whiskys und die sind easy drinking. Und wenn man es jetzt aus diesem Aspekt sieht, muss ich sagen, hat er ja recht.
Ja, also die sind jetzt nicht so schwer und so kräftige Aromen. Was ich mir natürlich heute bei diesen Cigar Malt trotzdem erhoffe, ist einfach das, weil der soll ja zur Zigarre passen. Und da denke ich mal, müsste schon ein paar kräftige Aromen kommen. Die Distillerie Tomintoll wurde 1965 gebaut, was immer lustig ist. Man hat lange irgendwie nach einem Standort gesucht und dann, wo man die klarste Quelle gefunden hat, und auch heute steht irgendwie drin, ich habe auf der Internetseite gelesen, der Whisky wird wahrscheinlich mit dem klarsten Wasser der Speyside destilliert oder hergestellt. Ja, ist klar, die anderen Destillerien schreiben immer, es tut uns leid, wir haben eigentlich dreckiges Wasser, aber mal sehen, vielleicht schmeckt euch der Whisky trotzdem. Nee, es ist natürlich Quatsch. Jeder sagt, oh, wir haben die beste Quelle, das reinste Wasser und wie auch immer. Ne? Also die Superlative kennt da keine Grenzen. Das ist mir manchmal ein bisschen zu viel Gedöns drumherum. Aber natürlich, wenn es alle machen, musst du als Destillerie irgendwie auch sehen, dass du da einfach was von dir gibst in dem Bereich zur Quelle. Ja, die Quelle heißt Balatren. Und warum kann ich mir das merken? Ja, weil die Destillerie auch rauchige Whiskys macht. In der Speyside, also eine Destillerie, die eben peated und unpeated macht, machen zwar nur 5 Wochen im Jahr, und dann sollen die aber wirklich mit 55 ppm rauchigem Malz hergestellt werden. Ich habe schon lange keinen Old Balatren mehr im Glas gehabt. So heißen nämlich diese rauchigen Whiskys von der Destillerie Tomintoll. Ich bin da immer ein bisschen vorsichtig, weil vor kurzem habe ich euch das Video gezeigt vom Anok, der ja angeblich nur 14, noch was ppm hatte, der aber so kräftig rauchig war, wo ich dachte, das gibt's überhaupt nicht. Und bei anderen, dann wird erzählt, 30, 35, 50 ppm, und die sagen jetzt sogar 55 ppm, und dann ist beim Whisky gar nicht so viel zu spüren. Ne? Da muss man immer ein bisschen mal sehen, was da übrig bleibt. Muss man einfach mal austesten. Tja, und diese Destillerie hat relativ kurze Gärzeiten, also die, in den Washbacks ist also relativ kurz mit 55 bis 65 Stunden die Gärung. Das heißt, wir haben hier also keine zitrusartigen oder grasigen Whiskys eigentlich zu erwarten, sondern wir haben hier eher malzige Whiskys zu erwarten. Und das könnte natürlich beim Sherry ganz gut funktionieren. Bei den anderen Bourbonfässern ist es nicht immer so. Da ist oftmals eine lange Gärung noch vorteilhafter. Aber wie gesagt, wenn wir sehen, ja, was kann man noch zur Destillerie sagen? Ich weiß wirklich nicht, wie viele Brennblasen die haben, aber die haben relativ hohe Brennblasen. Und das sorgt natürlich dafür, dass angeblich nur die feinsten Aromen dann durchgehen, weil es muss ja viel gekocht werden. Und nur dann steigen die Dämpfe auf. Vielleicht kann ich auch die Brennblasen mal einblenden. Ich weiß gar nicht, ob ich da mal ein Bild gemacht habe oder ob ich irgendwo eins finde, was ich dann auch verwenden darf. Aber jedenfalls haben die sehr, sehr hohe Brennblasen und haben auch sehr viel Kupferkontakt. Und bei Kupferkontakt ist ja eigentlich so, wenn ich jetzt mal zum Beispiel an Craig Leahy erinnern kann oder so, die reden davon, dass dadurch die Whiskys eigentlich viel intensiver werden. Und der Robert Fleming hat in einem Interview gesagt, und trotzdem, dass wir diese Warm Tubs haben, also das sind dann diese Kühlschlangen, ne? Trotzdem haben wir diesen feinen Spirit, diesen New Make, und natürlich auch unser Whisky ist eben damit dieser Gentle Dram. Ja, denn normalerweise sagt man dass eigentlich diese die Destillerien, die den Kondenser haben, also die also quasi Industriekühler, wenn man so will, die relativ schnell runterkühlen, die haben eher die feineren Aromen, und die mit den Warm Tubs, diese also diese Kupferschlangen, die ganz normal im Wasser gekühlt werden, wo der Whisky ganz lange durchfließt. Die hätten eigentlich eher die kräftigen Aromen, und das ist aber hier beim Tomintoll nicht so. So hat er es jedenfalls von sich einfach mal gesagt. Oder von seiner Destillerie. Tja, das erstmal soweit noch zur Destillerie. Vielleicht fällt mir noch das eine oder andere ein. Ich habe sicherlich bei dem letzten Video vom Sherry, den ich weiß ich gar nicht, wann ich den 2020 oder war das schon 2000? Ja, 2020 oder 2021 verkostet habe.
ich bestimmt schon noch ein bisschen mehr gesagt zur Destillerie, aber das soll es jetzt eigentlich hier erstmal damit gewesen sein. Jetzt kommen wir auch schon eigentlich zu unserem Whisky und möchten den einfach mal hier jetzt mal eine Chance geben, zu zeigen, was er kann. Dieser Whisky soll selektiert worden sein. Ist natürlich immer alles hand-selected cask from Robert Fleming. Ja, das ist natürlich klar. Der hat natürlich immer die Zeit und wählt die einzelnen Fässer raus. Ich weiß nicht, wie viele Fässer hier verwendet werden. Es werden angeblich Fässer verwendet, die vorher Oloroso in sich hatten. Ne? Also hier, also Whisky-Fässer, die vorher Oloroso hatten, also First Fill Oloroso Fässer oder auch Whisky-Fässer, die eventuell sogar Second Fill oder Third Fill Oloroso hatten und dann nochmal in den Oloroso, in einem frischen Oloroso Fass gefinisht worden sind, könnten natürlich eventuell auch Bourbon-Fässer sein. Das heißt also hier in der Literatur, dass hier in dieser Flasche nur Whisky sind, die mit Oloroso in Kontakt sind. Na, also entweder Vollreifung oder Oloroso Finish. Und das macht es eigentlich sehr interessant. Der ist so kreiert, dass er eigentlich zu einer guten Zigarre passen soll. Das wird hier auch nochmal beschrieben. Hier unten Parejo wird, ist hier irgendwie der spanische Ausdruck und das bedeutet auf Deutsch Partner. Und dann sind hier die Bilder. Da ist eine Dame, die, ne, das ist ein Mann, der rollt hier quasi Zigarren. Und hier drüben, das sind quasi Partner. Und hier drüben ist dann einer, der rollt die Whiskyfässer hin und her. Das soll also bedeuten, dass sie beiden gut miteinander harmonieren. Das heißt, die Empfehlung für euch ist von der Destillerie, wer es eben mag, dass dieser Whisky so kreiert ist zu den weltbesten Zigarren, dass die also gut harmonieren. Nun kann ich dazu eigentlich nichts sagen. Mich würde das mal echt interessieren, falls ihr den schon probiert habt, oder falls ihr generell Zigarre raucht. Was mögt ihr denn da so für Sachen? Ich denke mir immer, dass so Zigarren, habe ich für mich so abgespeichert, ziemlich kräftig vom Aroma sind. Und dazu gehört eigentlich auch ein kräftiger Whisky, eher sogar ein süßer Whisky, denn ich habe schon mal hier probiert einen Dalmore Cigar Malt. Den fand ich auch schon wirklich gut. Der kostet natürlich mittlerweile um die 90 Euro. Ich weiß gar nicht, ob der eine Altersangabe hat. Und dann hatte ich früher mal, das ist aber schon einige Jahre her, ich habe glaube ich damals noch keine Videos gemacht, einen Corrymore Cigar Malt. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich einen hatte mit Altersangabe. Es gab den jedenfalls auch mal mit 8 Jahren Altersangabe. Das war ein brillanter Whisky. Also der war natürlich auch ohne Zigarre wunderbar süß, malzig, also wirklich hervorragend. Und der wurde kreiert damals vom Master Blender Richard Patterson. Corrymore gibt es leider seit einigen Jahren nicht mehr. Wenn ich es gewusst hätte, hätte ich mir damals noch ein paar Kisten geholt, weil der war auch relativ günstig, mit, glaube ich, 35, 38 Euro. Also das war auch ein, es war ein Gedicht. Und bin ich mal gespannt, ob natürlich dieser hier da rankommt und da mithalten kann. Jedenfalls natürlich auch in meiner Erinnerung. Ja, die Whiskys hier von Tommy Toll sollen angeblich nicht kühl gefiltert und nicht gefärbt sein, weil die Färbung hätte man sonst draufgeschrieben. Und dadurch, dass hier angeblich ja auch verschiedene Vintages, also verschiedene Jahrgangsfässer rausgesucht wurden, man schreibt halt deswegen angeblich kein Alter drauf, weil man zwischen, also eine große Palette hat von Jahreszahlen. Und da wollte man, wohl man denen nicht ungerecht, oder wie sage ich es jetzt am besten, man möchte quasi den Ganzen gerecht werden, indem man sagt, naja, wir haben so gute Fässer mit drin. Ich weiß, es ist wirklich keine Altersangabe, aber angenommen, du hast da ein 20-jähriges Fass oder ein paar 20-jährige Fässer mit drin und dann hast du ein paar 8-jährige mit drin und dann müsstest du ja draufschreiben, dass der 8 Jahre alt ist. Ne? Und das will man halt dann immer vermeiden. Da gibt es halt eben diese Geschichten dazu, die ich eben gerade erzählt habe, dass da verschiedene Sachen ausgewählt sind. Und was hier noch dazu kommen soll, auch einzelne Fässer von diesen Old Balandran, also diesen
stark rauchigen Whisky von der Distillerie Temmenthal. Und da muss ich sagen, da müsste man in der Nase natürlich eigentlich ein bisschen Rauch merken. Und ich habe in der Nase davon gar nichts. Also keinen Rauch, nicht mal einen Hauch. Abgefüllt ist dieser Whisky mit 43% und die Flasche kostet 70, 75 Euro. Ja, was habe ich hier? Habe ich hier typischen Sherry-Aromen drin in der Nase? Ich kann euch aber verraten, das ist ein Whisky, der entwickelt sich erst. Also, wenn du den frisch aufmachst und einschenkst, dann denkst du, oh, der kommt mir ein bisschen dünn vor. Ihr seht, ich habe den ja schon zwei, dreimal probiert. Wie gesagt, ich gebe den ja eine Chance und da hat er sich wirklich gezeigt, der braucht ein bisschen Zeit im Glas. Das ist ja eigentlich so ein Zeichen für ein paar ältere Whiskys, also das nicht so junge sind. Und da muss ich schon sagen, finde ich heute hier eine schöne Fruchtnote. Ganz leicht so ein bisschen auch Weinaromen. Und ich habe sogar so ein bisschen eingelegte Rosinen noch mit drin. Und so leicht auch vergorene Früchte, was wieder so ein bisschen diese Sherry-Aromen da, dass das da reinspielt. Und beim Oloroso suche ich ja eigentlich auch so ein bisschen, wie ich weiß, dass Oloroso-Fässer hier verwendet sind. Die leichte nussige Komponente, die kommt mir aber aktuell noch nicht so richtig. Aber was ich hier habe, ist, ihr kennt vielleicht diese mit Schokolade überzogenen Baumkuchenspitzen. Also so in etwa kommt mir das ein bisschen vor. Nicht die mit Zartbitterschokolade, sondern eher mit dieser Vollmilchschokolade. Ja, unterschiedlich die in den Nasenflügeln da probieren. Weil man nimmt ja über jede Nase, über jeden Nasenflügel ein bisschen andere Aromen wahr. Ja, ich habe natürlich auch so ein bisschen Johannisbeere mit drin. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, beim ersten Whisky war ich nicht ganz so begeistert von dem, weil ich mir gedacht habe, oh, schon wieder, der haben sie schon wieder geschafft mit dem Temmenthal, dass sie mich enttäuschen. Aber es kommt wirklich Stück für Stück mehr. Was mich dann halt wirklich so ein bisschen immer stört bei dem, was ich hier so im Glas habe, dass ich für die Flasche eben so viel Geld ausgeben muss. 70 Euro, das ist ja. Aber er entwickelt sich jetzt ganz gut. Und zwar muss ich auch sagen, ich habe zwar hier ein ähnliches Glas wie einen Glencairn, aber ich habe den. Ich habe halt mein Masterblender-Glas irgendwo hingestellt, wo ich sie aktuell nicht finde. Das heißt, diese Kugel. Und bei Whiskys, die mir relativ schwach vorkommen, macht es also Sinn, mit diesem Masterblender-Glas das einfach mal zu probieren, weil da die Aromen irgendwie intensiver kommen. Was natürlich den Anspruch von diesem Cigar Malt irgendwie entgegenwirkt. Denn ein Cigar Malt, das kann man sich eigentlich vorstellen, wenn du einen Whisky zur Zigarre trinkst, da kann es auch sein, dass du wirklich solche Tumbler nimmst. Und nochmal ganz ehrlich, ich habe mir solche Tumbler auch besorgt, weil ich finde die einfach irgendwie ein bisschen cool. Ich mag auch solche Karaffen. Also wenn die Flaschen jetzt nichts Besonderes sind und die sind nicht so teuer und du hast irgendwelche, ich sag mal, All-Day-Drams, das würde ich dir. Ich habe es noch nicht gemacht, ich habe aber eine Karaffe jetzt geschenkt bekommen. Aber das finde ich dann doch immer cool, wenn man die irgendwie mal so in der Karaffe drin hat. Ich weiß nicht, wie ihr dazu steht. Whiskys, die du in- und auswendig kennst, die kannst du
vermutlich meiner Meinung nach auch mal aus solchen Gläsern trinken. Das ist einfach mal so nebenbei. Was natürlich hier die Gefahr ist bei diesen Tumblern, du schenkst natürlich wahrscheinlich ein bisschen mehr ein, als du normal trinken willst, weil es kommt, 2 Cl kommt dir hier drin ein bisschen wenig vor. In anderen Gläsern sieht es halt einfach mehr aus. Aber was ich eigentlich sagen will, ein Whisky zur Zigarre müsste in solchen Gläsern dann zur Geltung kommen. Und ich weiß nicht, ob das bei dem jetzt dann wirklich so klappt. Denn da geht ja dann das Aroma immer so ein bisschen an der Nase auch vorbei bei diesen Tumblern. Und wenn du dann so eine kräftige Zigarre dazu hast, deswegen eure Meinung ist da hier gefragt oder eure Erfahrung ist hier gefragt. Passt es das so, dass das also, dass du einen leichten Whisky brauchst zur Zigarre? Oder deswegen, also gut, letztes Jahr habe ich bestimmt gar nichts geraucht, aber ich habe früher immer mal so, wenn andere Zigarre geraucht haben, habe ich mal so Zigarillos geraucht, die dann. Habe ich die sogar in der Nähe? Nee, habe ich nicht in der Nähe. Die irgendwie in Cognac getränkt waren oder so. Das sind so kleine schwarze Hüllen. Hersteller ist mir jetzt auch nicht bekannt. Aber da merkst du im Geschmack, da hast du schon das Süß und dann kommt so ein bisschen der Rauch dazu und das ist also ein schöner Kontrast. Deswegen kann ich mir das vorstellen. Aber wenn das hier so ein leichter Whisky ist mit 43%, da hat es vielleicht schwer, an die Zigarren ranzukommen. Aber wie gesagt, das wäre mal interessant. Was sagt ihr dazu, so ihr denn ab und zu mal eine Zigarre dazu raucht? Also in der Nase habe ich hier wirklich schöne Sherry-Aromen, schöne Früchte mit drin. Ich habe hier quasi Trockenfrüchte. Und ich suche jetzt noch ein bisschen, weil gestern hatte ich das definitiv. Ich hatte hier so getrocknete Erdbeeren drin. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Heutzutage werden die ja gern mal, ich weiß nicht, ob die gefriergetrocknet sind, aber die werden ja, gibt es ja überall zu kaufen. Und da hatte ich so ein bisschen Erdbeeraroma drin. Im Moment habe ich es noch nicht ganz. Gestern hatte ich es. So ist es halt manchmal, ne? Ja, und jetzt kommt er mir in der Nase mit dem Glas hier gar nicht so schwach vor. Ich halte ja natürlich die Nase auch richtig tief rein. Weil ich habe schon eigentlich gedacht, dass da ein bisschen mehr kommen könnte, aber wie gesagt, es kommt eigentlich darauf an, was du für ein Glas nimmst. Was sind eure liebsten Gläser? Ich habe ja schon mal mit Lutz damals ein Video gemacht über die Gläser. Aber es ist doch faszinierend, wie das immer wieder noch zutage tritt, dieses Thema. Also, dann wollen wir trotzdem mal probieren. Wie gesagt, die Farbe. Sehr schön. Schön dunkles Gold, Rotgold oder wie sagt man denn da dazu? Sowas. Also wirklich macht Spaß und hoffentlich kommt da was. Slanja. Also heute quillt er mir wirklich sehr gut. Kommt mir gar nicht zu schwach vor. Hat eine schöne Süße gleich hier mit drin. Sogar diese leichte Schokoladennote kommt hier weiter. Und jetzt habe ich ihn. Jetzt habe ich. Das ist wahrscheinlich dann retronasal, also von innen her, wenn du den im Mund hast. Jetzt komme ich wieder an diese Erdbeeraromen ran, die eben nicht so krachsüß sind, sondern. Also wenn ihr schon mal so diese gefriergetrockneten probiert habt, die sind ja nicht so süß. Es geht mir nicht so sehr um die Süße, sondern es geht eher um dieses schöne Aroma, was hier reinkommt. Also es sind, das ist nicht so dominant, ne? Also ist schon was Feines. Ja, aber da wird auch beschrieben, dass er also angeblich Pfeffer mit hätte. Das kann ich jetzt noch nicht so sagen. Also der hat zwar eine gewisse, ja, man trinkt ja kein Milch, ja?
wunderschöne Malznote und übergehend eben in dieser Schokoladennote. Kaffee wäre jetzt übertrieben. Vielleicht ganz, ja, diese Kakaonote, was ja auch zur Schokolade gehört, ist hier mit drin. Also muss ich sagen, der wird jeden Tag besser. Der braucht wirklich ein bisschen Zeit. Wie gesagt, beim ersten Schluck, da war ich nicht so begeistert, aber je öfter ich den jetzt mal habe, der ist jetzt auch nicht mehr ganz so easy drinking, sondern wenn ich jetzt die vergleiche, die ich sonst so hatte, kommt der schon also kräftig von den Aromen daher, aber ich habe keinen Rauch. Also wenn der jetzt sagt, der hat hier Rauch hier Fässer mit verwendet. Das kann ich also nicht so. Ich suche den echt. Aber da gehört schon wirklich viel Einbildung dazu. Und das muss ich mir ja, muss ich ja sagen, vielleicht beim Highland Park muss ich mir das ja auch einbilden, immer so ein bisschen. Also selten, dass ich beim Highland Park großartig den Rauch merke. Vielleicht Anklänge davon. Mit hier, das heißt also so ein bisschen, ja, es ist eher ein stärker getoastetes Toastbrot als gar nicht so rauchig, also in dem Sinne, sondern vielleicht ein bisschen irgendwo was angekohltes vielleicht. Ja, so würde ich es eher bezeichnen. Aber wie gesagt, mittlerweile wird er immer besser vom Volumen, vom Aromen, von der Aromenfracht, die er mir bietet. Ja, wie habe ich beim letzten Mal gesagt, es ist also kein, bin kein Mann für eine Nacht oder sowas ähnlich, oder das ist auch kein Whisky für den ersten Schluck, sondern da braucht man ein bisschen länger, bis man Freunde wird. Aber dann muss ich sagen, ist es ein schöner Sherry-Whisky. Vom Preis her habe ich schon gesagt, 75 € ist einfach ziemlich viel, wenn du da stärkere Aromen hast für 10 € weniger, wie zum Beispiel Glenallachie hier 15 Jahre oder sowas in der Drehe. Oder auch der Glenallachie hier 10 Jahre Cask Strength. Solche Sachen, die fallen mir jetzt da ein. Was fällt mir noch was in da ein? Du hast den Knockandu 21 Jahre, der ähnlich in der Preisrange liegt, vielleicht jetzt bei 80 € ist, aber hat natürlich ein Alter drauf mit 21 Jahren. Ist natürlich schon, ja, ist schon natürlich schon. Der Knockandu hat natürlich ein bisschen mehr Holzeinfluss noch. Der hier hat hier relativ wenig Holzeinfluss, aber der kommt mit dieser. Doch jetzt mit dieser leichten Nussschokolade noch daher. Tja, die können ja also was. Eigentlich ist das, was ich hier im Glas habe, das, was ich beim Tom and Toll Sherry eigentlich erwartet habe. Der war mir dann doch ein bisschen schwach. Wenn ich die jetzt vergleiche, dann ist der natürlich sicherlich besser. Also auch in meiner Erinnerung, ich habe den jetzt nicht da, den Sherry, aber ich glaube, sowas hätte ich eher erwartet. Das wird schon was. Also das wird, je länger ich da rieche, desto besser wird er. Aber wie gesagt, man hätte dem vielleicht auch 46% geben können. Das kann ich mir vorstellen, dass das bei der Zigarre dann vielleicht ein bisschen besser noch wirkt. Als ich den das erste Mal probiert habe, da war ich zum Beispiel beim André, da haben wir dann noch einen Wolfburn aufgemacht. Der hatte 46%, auch irgendwie Sherry fast, ich weiß nicht, ob es Oloroso war. Und der kam dann gleich ein bisschen deutlicher von den Aromen rüber. Hier ist es eher, aber natürlich ist es so, sie sagen ja, the gentle dram, also die sagen ja, dass wir die leichten oder die subtilen Aromen eher haben bei Tom and Toll. Und damit haben sie es eigentlich auch wieder recht. Ne? Das ist halt nur meine Auffassung, dass ich bei dem
eher von wuchtigeren Aromen noch ausgegangen wäre. Aber so wirklich schöner. Also versucht einfach, wenn ihr den nehmt, ein Glas zu nehmen, wo ihr die Aromen wirklich gut fassen könnt. Ich weiß nicht, ich glaube, im Glencairn kommt er nicht ganz so gut rüber. Ist jetzt einfach meine Einbildung. Wie gesagt, die ersten zwei Male hatte ich ein Glencairnglas immer. Und bei dem jetzt ist es hier deutlich intensiver. Das hängt wirklich mit dem Glas zusammen. Ist einfach meine Auffassung. Aber natürlich kann man es natürlich auch so sehen. Wenn ich alles mit Glencairngläsern trinke, dann muss jeder Whisky im Glencairnglas zeigen, was er kann. Also, man kann immer unterschiedliche Philosophien hier vertreten. Ich will euch nur hier meine Geschmackserlebnisse mitteilen und würde mich natürlich freuen, wenn ihr kommentiert und sagt, was habt ihr bei dem schon erlebt? Wie steht ihr zur Destillerie Tom and Toll? Oder wie steht ihr generell zu Cigar Malts? Oder was harmoniert bei euch am besten? So Food Pairing ist ja auch immer mehr im Gerede, wollte ich jetzt sagen, aber im Gespräch ist es natürlich positiv ausgedrückt. Und das, sowas gefällt mir ja auch. Ich esse gerne mal Schokolade dazu oder so. Ja, also in dem Glas jetzt heute gefällt er mir richtig gut. Im Glencairn hat er noch nicht ganz so seine Wirkung so gezeigt. Und natürlich muss ich es im Tumbler auch mal probieren. Ne? Aber ich weiß nicht, ob ich irgendwann Zigarre dazu rauchen möchte, weil ich, wie gesagt, ich bin eigentlich kein Raucher und ja, das ist nicht so mein Ding. In dem Sinne verabschiede ich mich von euch. Wünsche euch noch eine gute Zeit und wir sehen uns hoffentlich gesund und munter beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, euer André.